Für diese Wintermonate haben wir jetzt genau das richtige Thema für euch. So, in diesem Video geht es um das sogenannte Ellbogenschleifen. Warum man das Ganze macht und wieso das eigentlich nur ein Ergebnis einer anderen Studie ist, erfahrt ihr in diesem Video. Also eins einmal grundlegend vorweg, es geht beim Ellbogenschleifen nicht zwingend um das Ellbogenschleifen an sich, sondern mehr um die Körperhaltung zu erzielen, das Gewicht des Körpers weiter nach vorne zu bringen. Diesbezüglich muss ich meinen Ellbogen abwinkeln und habe den in Höhe des Knies. Es gibt somit ein paar Gründe, warum man sich diesen Fahrstil vielleicht aneignen sollte. Sicherheit. Schlüsselstelle am Eingang der Kurve bis hin zum Scheitelpunkt. Ich bin auf der Bremse bis zum Scheitelpunkt und in dem Moment, wo ich die Bremse löse, verringere ich ja das Gewicht auf das Vorderrad. Und genau das ist der entscheidende Punkt, um das Körpergewicht nach vorne zu bringen, um die Gabel so lange wie möglich unten zu lassen. Im perfekten Moment ist es eigentlich so, dass die Gabel sich von der Einfederung nicht verändert, wenn ich die Bremse löse, weil ich so viel Körpergewicht nach vorne gebracht habe. Wann ist es entscheidend, diese Haltung einzubringen? Genau zwischen Bremse lösen und Scheitelpunkt. Nummer 2, Bodenkontakt. Es ist natürlich von Vorteil, wenn irgendein Körperteil mit dem Boden in Verbindung ist. Da haben wir im meisten Fall schon mal das Knie, was wirklich schon mal ein guter Indikator ist für die Schräglage und im eventuellen Fall auch einen Abstützen, wenn man mal einen Rutscher hat. Wenn man jedoch auch noch den Ellbogen am Boden hat, vorausgesetzt der Ellbogen dient als Lenkerverlängerung vom Lenkerstummel bis Ende des Ellbogens, habe ich natürlich einen perfekten Indikator für die wirklich maximale Schräglage, die ich mir zutrauen sollte am Motorrad. Somit ein zusätzlicher Punkt, der am Boden aufliegt und eventuell auch schützt davor zu stürzen. Nummer 3. Willy-Kontrolle. Eine eingebaute Willy-Kontrolle in meinem Körper durch das Verlagern des Gewichts nach vorne. Beim Einhalten der Körperhaltung am Scheitelpunkt bis hin zum Ausgang habe ich ganz automatisch weiterhin mein Gewicht nach vorne, wenn ich den Ellbogen abgewinkelt habe. Die Willy-Neigung des Motorrads wird von Haus aus weniger und ich beschleunige eigentlich besser aus der Kurve hinaus. Die Willy-Kontrolle, wenn vorhanden, muss weniger arbeiten und ich kann besser ans Gas gehen. Wie ihr jetzt schon wisst, gibt es 3 gute Gründe, diese Körperhaltung eventuell einzunehmen. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch in ein paar kleinen Tipps. Im optimalsten Fall habe ich natürlich mein Körpergewicht, wenn ich das machen möchte, so weit wie möglich nach vorne. Sprich, der Kopf muss auch nach vorne gehen. Das heißt, wir haben den Kopf nach vorn und seitlich am Motorrad, wenn wir jetzt eine Rechtskurve fahren. Ich habe das rechte Knie offen. Ich habe den rechten Arm an dem rechten Lenkerstummel. Somit passiert eins. Mein Knie schließt mit dem Ellbogen in einem Winkel ab. Es ist nicht so, sondern es ist so. Gleicher Winkel. Das heißt, in dem Moment, wenn das Knie schleift, schleift auch der Ellbogen. Sobald ich nach vorne komme, öffnet sich mein Ellbogen und der Unterarm dient als Verlängerung des Lenkerstummels. Hierbei ist wichtig, dass ich meine Hand aufdrehe und das Gas nicht so nehme, sondern so nehme, seitlich. Das ist ein bisschen eine Übungssache und man braucht sehr viel Gefühl. Aber wenn ich die Hand nicht aufmache, komme ich mit meinem Körper nicht nach vorne. In dem Moment, wo ich schließe, kommt mein Ellbogen zurück und ich bringe meinen Körper nicht weiter nach vorne. Somit öffne ich den Ellbogen und bin seitlich am Motorrad und mit dem Kopf neben der Kanzel. Jetzt hast du am Ausgang den Vorteil, wenn du beschleunigst und das Motorrad vorne hochkommen möchte, du automatisch mit dem Körpergewicht noch weiter nach vorne gehen kannst, weil du diese Ausgangsposition des sogenannten Ellbogenschleifen hast. Fazit des Ganzen, bis auf kaputte Ellbogenschleifer bringt euch das Ganze für das Schleifen alleine nicht viel weiter. Wenn ihr die Körperhaltung aber versucht zu üben und die Körperhaltung wirklich umsetzt für die ganzen Gründe, die ich euch genannt habe, dann ist es sicherlich kein Problem, wenn der Ellbogen dann auch am Scheitelpunkt mal am Boden aufsetzt. Ich gebe aber ganz klar keine absolute Empfehlung dafür, auf Biegen und Brechen zu versuchen, mit dem Ellbogen aufzusetzen. Wichtig ist, lernt diese Körperhaltung, versucht die Gründe, die ich euch genannt habe, umzusetzen und ihr werdet sehen, ihr werdet sicherer und somit auch irgendwann schneller.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ich hoffe auf eure Hilfe. Bis zum nächsten Mal und ciao.